Meine Damen und Herren, freue mich, Sie hier in der Holding Graz begrüßen zu können. Wir sind ja nicht nur in Sachen Modellregion Elektromobilität immer vorne dabei, sondern auch bei urbanen Mobilitätssystemen. Von seinerzeit Biodiesel bis zum DIM-Knoten, den wir heuer eröffnet haben. Und wir haben vor 1,5 Jahren, 2 Stockwerke höher, die Barbara Muhr, der Horst Schachner und ich, das war im April 2015, eine Vision für die Holding vorgestellt, für die Einführung einer neuen Technologie. Es ist seit damals sehr viel Arbeit geleistet worden. Wir haben das im April vorgestellt. Es ist dann zu einer Ausschreibung gekommen, wo sich 2 Anbieter für Testbetriebe kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben dann im Februar dieses Jahres die Verträge unterschrieben. Und ich darf auch den Herrn Verkehrsstadtrat Mario Estache herzlich begrüßen. Der falsche Abbogen. Aber elektromobil unterwegs ist, ja. Dann fährst du links. Servus. Im Februar sind dann die Verträge unterzeichnet worden im Rathaus. Beisein vom Bürgermeister und vom Herrn Stadtrat. Und wir haben in der Zwischenzeit sehr viel Arbeit geleistet. Und ich danke den Teams von Graz Linien und ich danke den Teams unserer CRRC-Vertreter und Chariot-Vertreter, dass sie jetzt pünktlich, so wie es wir angekündigt haben, in der zweiten Jahreshälfte 2016 mit einem einjährigen Testbetrieb beginnen können. Und heute ist für diesen Prototyp des 18-Meter-Fahrzeuges, das wären ja 2 12-Meter-Fahrzeuge und 2 18-Meter-Fahrzeuge, quasi die Erstfahrt mit Ihnen geplant und auch vorgesehen. Ich sage gleich dazu, wir sind gestern schon natürlich auch Testfahrten, haben wir gestern Testfahrten unternommen. Wir werden dann zum Museum der Wahrnehmung fahren und wieder hierher zurück. Und ich freue mich schon, dass dieses Projekt jetzt wirklich pünktlich gestartet werden kann und dass die Holding Graz Linien und die Holding insgesamt und die Stadt einen weiteren Schritt in der urbanen Mobilität damit setzen wird. Ich darf dem Herrn Bürgermeister das Wort übergeben. Danke vielmals. Meine geschätzten Damen und Herren, die Sie im Hause Verantwortung tragen, auch als Medienvertreter, ich freue mich riesig drüber. Unsere Kinder und Enkelkinder werden uns eines Tages fragen, lieber Opa, lieber Vater, was hast du beigetragen, dass es zu einer nachhaltigen Entwicklung in dieser Zeit gekommen ist. Es gibt so viele Chancen. Wir haben durch die Wissenschaft so viele neue Möglichkeiten und man braucht auch ein bisschen Mut, einmal auch was zu testen, auch ein Geld in die Hand zu nehmen. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, weil wir chinesische Partner gefunden haben, die gesagt haben, ja, Graz kann auch zu einem Testmarkt werden. Ja, wir stellen Elektrobusse mit unserer neuen Technologie zur Verfügung. Ich habe damals begonnen, davon zu schwärmen. Ich kann mich gut erinnern, was in der Politik wieder die erste typische Antwort war. Na, kommt gar nicht in Frage, braucht man nicht. Gott sei Dank hat sich das massiv gewandelt und jetzt sind wir alle stolz darauf, dass Graz nicht nur Modellregion in puncto E-Mobilität ist und dass wir statt den 400 Autos mittlerweile in Graz über 1000 angemeldete Autos auf der Straße haben und damit, wenn ich so sagen darf, in Österreich ganz klar die Nummer 1 sind, sondern wir versuchen jetzt auch, die Abgase, unter denen wir gerade in den Wintermonaten in Graz so leiden, zu verbessern. Und das machen wir einmal dadurch, dass jetzt die gesamte Busflotte auch erneuert wird und wir auf diese Euro 6 Dieselmotoren mal umstellen und dass wir parallel dazu dieses neue System testen. Und dieses neue System aus meiner Sicht ist ein großartiges System, weil wenn wir damit zufrieden sind und wenn wir das vielleicht eines Tages dann für alle Busse in Graz auch umsetzen können, dann würde das bedeuten, dass wir nicht nur uns von diesen Abgasen verabschieden, sondern es würde zusätzlich bedeuten, dass unser Stadtbild sich wieder wesentlich ändern kann, weil es würden künftig dann Oberleitungssysteme überhaupt einmal wegfallen, weil ja das, was wir heute in den Bussen erleben werden, in China ja auch schon mit Straßenbahnen,
funktioniert. Also das wäre eine wirkliche Systemumstellung. Ich bin halt selber schon gespannt. Dieser Bus wurde, glaube ich, in Hannover schon vorgestellt und diese Busse fahren jetzt in Graz auf diesen zwei Linien. Dazu gratuliere ich allen und freue mich schon jetzt auf diese gemeinsame Testfahrt. Und warten wir die Schubkraft ab, die dieses Fahrzeug dann mit sich bringt. Herr Stadler, meine Damen und Herren, zu spät gekommen, weil ich in der Kärntner Straße war, aber mit E-Auto hin und her gefahren, also ruckzuck da gewesen, gleich einmal ausprobiert. Nein, freue mich, kann mich den Worten und dem Dank nur anschließen. Wir sind nicht nur am Puls der Zeit, wir sind unserer Zeit voraus. Das zeigen wir in Graz mit diesem Modellversuch. Eine tolle Geschichte. Wir haben, wie es der Bürgermeister schon ausgeführt hat, nicht nur in der Elektromobilität sind wir vorne dabei, sondern auch im Busflottentausch. Heißt Reduktion von Belastung der Bevölkerung, was die Luftgüte anbelangt. Und ich gebe immer hier noch eines zu bedenken und dazu, es ist auch etwas, was den Lärmpegel in einer Stadt reduziert. Und das denkt man viel zu selten. Das heißt, wenn man ein bisschen visionär denkt und sagt, in weiterer Folge mit dieser Elektromobilität, nicht im öffentlichen Verkehr, sondern auch im privaten Verkehr, senken wir sukzessive den Lärmpegel einer Stadt Graz und machen damit auch diese Stadt wieder lebenswerter und lebenswerter. Das ist vielleicht noch ein Aspekt, den ich dazufügen will. Ich freue mich jetzt schon auch auf unsere Ausfahrt. Busmäßig bin ich noch nicht Elektro gefahren, aber nur mit dem Auto. Barbara, bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin überwältigt von Ihrem Interesse. Ich kann es aber auch verstehen, weil es ist heute in Graz eine Weltpremiere. Dieser Bus, in den Sie demnächst einsteigen werden, dieser 18 Meter lange Elektrogelenksbus, fährt erstmalig in Graz. Der ist für Graz gebaut worden. Der ist ein Prototyp, den gibt es auf der ganzen Welt in der Form nicht. Und deswegen kann ich nur unseren Eigentümervertretern sehr, sehr herzlich danken für das Vertrauen, das einmal mehr in die Holding Graz gesetzt wurde, dass wir wiederum im Mobilitätsbereich ein neues Projekt starten dürfen, begleiten dürfen. Es ist gerade in der Mobilität in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Wir entwickeln uns von einem klassischen nur ÖV-Anbieter hin zu einem modernen, sogenannten multimodalen Mobilitätsanbieter. Das haben wir vor kurzem auch mit dem ersten Knoten am Hasnerplatz bewiesen, wo wir bereits seit 26. September 200 registrierte Kundinnen und Kunden haben. Also das Interesse an neuen Mobilitätsformen in Graz ist da. Was passiert jetzt konkret? Wir werden jetzt mit diesem 18 Meter langen Gelenksbus eine Testfahrt zum Augarten machen. Als ich heute früh, wie so oft in der Früh, durch den Augarten gelaufen bin, habe ich nicht nur Ganselhaut gehabt, weil es halt wirklich besonders kalt war, sondern als ich unterhalb des Ladearms durchgelaufen bin, habe ich nur gesehen, wie eingefroren der ganze Ladearm ist. Und dann haben wir gedacht, naja, das ist wirklich eine Kindsprobe heute, eine Kindstaufe. Wenn wir das bestehen, dann haben wir es geschafft. Stichwort geschafft. Wir werden jetzt einmal bis Ende des Jahres nur einen internen Testbetrieb auf beiden Linien machen. Wir fahren ja auf der Linie 50 mit einem kurzen, also mit einem sogenannten normalen 12 Meter Solobus, der von der Firma Chariot aus Bulgarien ist. Die hat die eine Interessentenausschreibung gewonnen. Und auf der Linie 34E fahren wir eben mit diesem langen 18 Meter Gelenksbus, ich kann es nur noch einmal betonen, weltweit wirklich heute ein historischer Tag in Graz, Premiere. Darauf sind wir sehr stolz. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei meinem Team, bei den Graz-Linien, allen voran beim Andreas Solmosch, beim Projektleiter, aber auch bei unserem Aufsichtsrat, beim Herrn Dr. Fasel. Da war ein Konsortium aus vielen Kräften beieinander. Da haben alle mitgewirkt und es ist auch für uns extrem spannend heute, diese erste sozusagen Jungfernfahrt, die wir gemeinsam miterleben werden. Nach dieser Testphase bis Ende des Jahres, wo wir auch natürlich mit ein paar Kinderkrankheiten noch rechnen, geht es dann ab 2017 in den normalen Linienbetrieb. Und die Busse werden sowohl auf der Linie 50 als auch auf der Linie 34 dann wirklich im regulären Linienbetrieb fahren. Das heißt, die Fahrgäste in Graz können ganz offiziell E-Bus fahren. Und das ist auch was Besonderes und Tolles, Neues für unsere Stadt. Vielen Dank. Ja, Gerd Heigl war ja damals, wie wir die Vision vorgestellt haben, noch Geschäftsführer der Energie Graz, war damals schon begeistert und jetzt umso mehr. Ja, von meiner Seite her ein herzliches Willkommen.
Erlauben Sie mir, einen Gedankengang noch einzubringen. Was wäre die Elektromobilität, wenn wir nicht saubere Energie dafür bereitstellen würden? Und ich kann mich noch gut erinnern daran, an die Zeit, wo wir über die ersten Elektrofahrräder geredet haben, mit einer Anschubfinanzierung. Dann waren es die Autos. Jetzt sind es Gott sei Dank also die Busse. Ich freue mich auch sehr über diesen Piloten. Vielleicht sind es in Zukunft also sogar, was wir früher schon besprochen haben, Müllfahrzeuge. Ja, saubere Energie in Graz dafür bereitzustellen, kann auf verschiedenen Wegen funktionieren. Die eine Geschichte ist zu sagen, ja, wir bauen unsere Photovoltaikanlagen auch weiterhin verstärkt aus. Aber, und das freut mich schon ganz besonders, auch heute im Rahmen dieses Kreises sagen zu können, wir haben es jetzt Gott sei Dank geschafft, über unsere Beteiligung, und zwar unsere Tochter Energie Graz, jetzt schlussendlich diese 12,5% am Murkraftwerk, das gebaut werden wird, jetzt zu erwerben und damit auch einen weiteren Teil neben der Photovoltaik, einen weiteren Teil sauberer Energie für die Elektromobilität zur Verfügung zu stellen. Danke. Horst Schachner, auch ja, Verfechter. Wie Kollege Malik schon gesagt hat, dass wir im vorigen Jahr die erste Pressekonferenz gemacht haben, wo wir das Projekt vorgestellt haben, haben wir aber im Vorfeld schon geredet gehabt, wo wir gesagt haben, eigentlich wollen wir sowas testen und das ein Jahr lang testen, weil die Steiermark ja alles hat, von minus 20 Grad bis zu einem Meter Schnee, bis zur großen Hitze, weil wir ja sehr gut kriegen in Europa, muss man ganz ehrlich sagen, die Stadt Graz. Und deswegen bin ich froh, dass wir das jetzt wirklich ein Jahr lang einmal probieren können, damit wir sehen, was gibt es für Kinderkrankheiten, was gibt es für Probleme im Winter, was gibt es für Probleme im Sommer. Und ich glaube, dann darf nachher nichts mehr dagegen sprechen, dass man sagt irgendwann einmal, okay, wie stellen wir das Ganze um, damit wir mit sauberen Bussen, in Wirklichkeit mit sauberer Elektrizität mehr oder weniger bei uns in Graz fahren können. Und wir wissen alle, wie in Graz die Luft ist. Wenn wir einen Beitrag dazu beitragen können, dann tun wir es auch und ich finde es einfach toll und ich finde das Projekt generell toll und ich glaube, dass der erste Bus, der 18 Meter lang ist, gell? Bei uns in Graz, der geht wirklich in die Geschichte ein, Ich bin ja selber ungefähr 10 Jahre Autobuslenker bei uns in unserer Firma gewesen und ich weiß, von was ich rede und ich kann euch sagen, ich bin schon selber neugierig, wie das Gefährt sich fahren lässt. Du bist halt selber fahren. Ja, wir werden es selber mal ausprobieren und wir vielleicht einmal auf der Linie umfahren. Aber wie gesagt, freue mich schon, wenn wir den alle testen können und dann zeigen wir, was sich da tut. Wir wissen es von den Elektroautos, was sich da wirklich getan hat in den letzten Jahren. Man kommt schon 300, 400, 500 Kilometer mit den Batterien. Und was bei dem eigentlich das Besondere ist, dass diese Batterien, Kondensatorbatterien sind, die eigentlich in Wirklichkeit ökologisch einfach einwandfrei sind. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt für uns auch, dass man sagt, okay, da bleibt kein Rest, wenn man sagt, okay, wie muss man das entsorgen, mehr oder weniger. Ich freue mich schon auf die Fahrt mit euch, alles Gute. Gibt es jetzt noch Fragen? Wollen alle fahren? Dann wollen wir alle fahren. Bitte einsteigen und benutzen Sie die Alternative.